willkommen, liebe Heimkino-Fans. Heute haben wir was ganz Spezielles hier hinter mir stehen. Und zwar kann ich schon mal so viel dazu sagen. Das ist was von Epson. Das wurde auch jetzt schon mal bei uns in den Kommentaren gewünscht. Und die Firma Epson hat uns jetzt hier dieses Gerät genau zur Verfügung gestellt. Und das mache ich ja nicht alleine, das mache ich wie immer zusammen mit dem Ecki Schmidt. Jo. Oh. Ja, hallo, lieber Ecki. Pünktlich zur WM. Leider sind wir ja schon ausgeschieden. Aber ich will dir mal kurz mal einen Geschmack geben, wenn wir jetzt noch dabei gewesen wären und wenn wir Weltmeister geworden wären. Oh ja. Nur gucken, nicht anfassen. Oder doch, du darfst ihn mal anfassen. Ja. Ja, aber leider sind wir ja nicht mehr dabei. Nee, genau. Ich glaube, man muss dreimal gewinnen oder viermal. Irgendwann darf man ihn behalten. Ne? Aber du, ich glaube, wir haben den. Und zwar, wir waren ja 1974. Ja. Dann waren wir 1990. Vielleicht muss man auch fünfmal gewinnen. Oder man, und inzwischen kann man nicht und mehr behalten. Ich glaube, Brasilien durfte ihn mal behalten. Irgendwann wir waren mal. Ja mal 2014. Ich glaube, das haben die geändert. Stimmt, Brasilien hat den alten Pokal. Die durften den behalten. Und den kann man, glaube ich, nicht mehr behalten. So, aber dazu kommen wir später noch. Wir haben also hier auch bei uns ein WM-Studio aufgebaut. Wir konnten ja nicht wissen, dass wir vorzeitig ausscheiden. Aber trotzdem haben wir hier ein ganz interessantes Thema. Und das steht jetzt hinter uns. Das haben wir jetzt noch abgedeckt. Ja. Und ich stelle jetzt mal den Pokal weg wieder. Und ich würde sagen, gehen wir mal wieder hinter unsere Absperrung. Genau. Und du kannst eventuell mal das Geheimnis lüften, ach, um was wieder. Es sich handelt. Ist ja auch Fußballgrün hier. Ne? Genau. Tada! Gut, dann leg das mal auf die Seite. Natürlich machen wir jetzt hier ein Unboxing. Ich denke, dazu lassen wir erstmal den Drehteller. Den kannst du gerade mal vielleicht wegnehmen. Den nehme ich mal weg. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, sagen wir mal, den live zu öffnen. Live zu öffnen. Ja, tatsächlich, der Paketaufkleber ist unbeschädigt. Genau, und zwar, wir haben also, wie gesagt, wir haben bei Epson angefragt. Es ist ja so, das können wir schon mal im Vorfeld sagen, es ist ja, sagen wir mal, das Vermarktungs- Genau, es gibt bei Epson verschiedene Vertriebswege. Manche Geräte laufen halt über den Fachhandel und andere laufen praktisch, wie soll man es nennen, über alle Kanäle oder eben nicht über den Fachhandel. Ich glaube, in diesem Fall ist es sogar so, dass der Fachhandel ihn wirklich nicht bekommen kann. Ne? Genau, also wir haben den nicht im Vertrieb und wir werden ihn auch nicht im Vertrieb haben. Ja. Aber das heißt ja nichtsdestotrotz, dass wir, sagen wir mal, das Gerät hier testen können und können das ganz objektiv werden wir das behandeln. Wir haben uns das natürlich schon vorher, haben wir schon darüber gesprochen. Das macht jetzt keinen Sinn, das Gerät schlecht ins schlechte Licht zu rücken. Wir werden also so gut wie es geht und so gut wie er ist, werden wir das gerne auch rüberbringen. Ja, genau. Ja. Ich meine, ich sowieso. Du bist ja freier Journalist. Genau, richtig. Mir ist das eigentlich jetzt Schnuppe. Mir ist es streng genommen egal, obwohl ich es natürlich schade finde, weil ich natürlich meistens mit den Fachhändlern zusammenarbeite. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, sag mal, wir haben ja sehr viele UST-Geräte schon im Angebot. Richtig. Und der Hauptunterschied, den natürlich Epson mitbringt, ist LCD-Technologie. Genau. Das ist, Epson ist ja auch bei den Heimkino-Beamern schon immer Verfechter der LCD-Technologie. Kein Wunder, die stellen ja auch die LCD-Panels her. Genau. Und betonen ja auch immer die Vorteile von LCD gegenüber DLP. Und das überträgt sich jetzt ein bisschen auf die Laser-TVs, weil es bisher von allen anderen Herstellern eigentlich nur DLP gab, mit Ausnahme von Sony. Die haben ja diesen Ultra-High-End SXRD kurz, aber der kostet ja Unsummen. So. Und jetzt. Ich mache jetzt mal Folgendes: Ich habe jetzt hier die GoPro schon mal, weil ich habe bloß jetzt hier etwas schlechtes Licht. Deshalb hole ich mir mal da noch eine LED-Lampe dazu. Kleinen Moment bitte. Soll ich hier schon weiter auspacken? Oder? Du kannst schon mal weiter auspacken, aber wir möchten sehen, was genau. Hier haben wir die Fernbedienung. Ja, da geht Epson ein bisschen mit der Zeit. Bei den Beamern haben die ja diese riesige Fernbedienung, die eigentlich sehr gut ist. Hier bei dem Laser-TV gibt man mehr diesen typischen Fire-TV-Weg. Ne? Diese kleinen Fernbedienungen mit dem Steuerkreuz. Ich packe sie vielleicht mal vorher ein bisschen aus, oder? Genau. Auf das absolut Notwendigste reduziert.
So. So sieht es hier aus. Ja, eigentlich recht schön, ne, mit dem weißen Ring. So, ich zeige dir auch nochmal, was hier in der Verpackung jetzt ist. Ja, hier ist noch das Stromkabel. Das habe ich schon. Ja. Auch ein weißes Stromkabel. An der Stelle sei angemerkt, es gibt den LS800 in weiß und in schwarz. Das ist schon mal eigentlich lobenswert. Da kann sich jeder das aussuchen, was besser zum Wohnzimmer passt. Ja. Die Laser-TVs, die sind ja immer so auf so einem Lowboard werden die platziert und sind deshalb natürlich auch deutlich sichtbar. Da spielt das Design schon eine Rolle. Gut. Ah, da ist noch ein englisches Stromkabel, für, falls man mal nach England auswandert. Hat man das auch direkt. Gut, und so, dann okay. Kommt der eigentliche Pool. Ah, da sind sogar Tragegriffe dran. Genau, den können wir vielleicht hier vorne. Das ist relativ schwer. So, dann kannst du die. So, soll ich den mal hier rausheben? So, Moment, dann machen wir. Ah, da kommt hier die. Gucken wir nochmal mit der Kamera. Ach, das war jetzt falsch. Und zwar hat er sich jetzt hier verstellt. Ich bin im falschen Modus. Video. Ja, so ist das mit der lieben Technik. Video, jetzt haben wir es doch. So, ich mache nochmal Licht, weil das ist ja... Sogar ein mobilen Scheinwerfer. Genau. So. Achtung, wir jetzt. Dann kann ich jetzt hier, muss man schon mit zwei Händen machen. Uiuiui, ganz schön schwer. Sind Laser-TVs aber meistens. Steckt viel Technik drin, definitiv. So. Dann haben sie aber schön. Ist der neu oder haben sie den? Der sieht ja fast neu aus. Ja, der ist ganz neu. Ich habe den praktisch hier direkt von Epson bekommen. Ja, sieht nicht aus wie ein alles Original. Und ja, du kannst den im Prinzip jetzt, dann werden wir den jetzt mal entweihen. Das habe ich noch gar nicht gut, gemacht. Das brauche ich jetzt nicht weiter aufnehmen. Oh, wir wollen das ja nicht kaputt machen. Sonst was Epson damit noch vorhat. So. So, da haben wir ihn. Ah ja, sogar richtig rum. Guck mal hier, perfekt. Ja, da sieht man ihn. Wenn du ihn jetzt vielleicht anhebst, dann kann ich... Genau. Also so, jetzt mal der erste Eindruck ist schon mal nicht schlecht. Ja, ein Weiß sieht da wirklich... ziemlich schick aus. Ich hatte ihn bisher live immer nur in schwarz gesehen. Jetzt sehe ich ihn tatsächlich selber zum ersten Mal in weiß und muss sagen, mir persönlich gefällt er in weiß besser. Und er sieht auch wirklich sehr wohnzimmerkompatibel aus, wenn man das so sagen darf. Ja, also, muss man jetzt echt muss man nicht sagen. Verstecken, das Gerät. Nee. Ist ganz schick. Diese so. Stofffront hier, auch hier dieses leicht kantige, das ist nicht schlecht. Dann mache ich doch nochmal eine Aufnahme. Ja, was ganz interessant ist, was anders ist, die meisten Laser-TVs haben alle Anschlüsse hinten. Ja. Epson hat tatsächlich die Anschlüsse an der Seite, was ja eigentlich etwas unpraktisch ist, weil man will ja die Kabel nicht sehen an der Seite. Deshalb hat man sich da was Besonderes ausgedacht. Man hat hier eine Klappe gemacht. Da ist auch irgendwo so ein Knopf, den man da drücken muss. Genau. Und dann wird... Dann löst sich das ganze Seitenteil. Genau, und dann kann man hier, richtig, da kann man hier die Schärfe einstellen. Das ist manuell, das ist bei vielen Laser-TVs heutzutage eigentlich per Fernbedienung. Ja. Aber gut, ist wenigstens versteckt der Hebel. Und man hat hier alle Anschlüsse. Ja. Und, das ist, und hinten ist offen, wenn man jetzt diese Klappe wieder dran macht, hinten ist offen, da kann man dann alle Kabel rausführen. Das heißt, obwohl die Anschlüsse seitlich sind, sieht man sie dann nicht. Die gehen dann doch hinten dann aus dem Lowboard. Ist anders als bei anderen Laser-TVs, ist ganz lustig gelöst. Aber dadurch ist das Gerät natürlich auch etwas breiter geworden. Ne? Ja, es ist ein sehr breiter Laser-TV, aber ein gleichzeitig von der Tiefe eher schmales Gerät. Gut, also wie gesagt, hier so optisch macht er jetzt erstmal einen wirklich guten Eindruck. Und jetzt, du hast dich ja schon mal intensiv mit dem Gerät. Du hast ja gesagt, du hattest den gleichen in schwarz. Und ja. Wir werden ihn zwar nachher auch nochmal hier in Betrieb nehmen. Aber sagen wir mal so, die Haupt, sagen wir mal,
die Spezifikationen, also die Highlights von dem ganzen Gerät, das ist jetzt was? Also einerseits, das ist natürlich ein LCD-Gerät. Das LCD ist gleichzeitig auch ein 3-Chip-Gerät. Dadurch hat man bei Epson immer eine schöne Bildruhe, die einige zu schätzen wissen. Ja. Epson bewirbt bei dem Gerät natürlich seine extrem hohe Lichtleistung von 4000 Lumen. Die Frage ist ja immer, wie viel hat das Gerät dann real bei guten Farben? Ja. Du sagst jetzt Lumen. Lumen, ja. Also man weiß jetzt nicht, ist es Ansi-Lumen, ist es ja, Isolumen? Ja, also ich glaube, dass, ja, da steht Lumen. Also Epson ja. selber gibt Lumen an, müssen wir nochmal gucken. Es gibt hier verschiedene Lumen-Messverfahren, dass das vergleichbar ist. Aber interessant ist ja eigentlich letztendlich, was hat das Gerät bei guten Farben kalibriert, wirklich. Ja, ansonsten ist es ein Lasergerät natürlich, aber kein RGB-Laser. Es gibt ja inzwischen schon viele RGB-Laser, haben wir ja auch euch schon gezeigt, mit dem riesigen Farbraum hier, den L9 und den, ja. und den Samsung und so weiter. Das ist praktisch noch ein herkömmliches Laser-Phosphor-Gerät, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Das hängt immer davon ab, wie die abgestimmt sind. Da gibt es auch viel Spielraum. Der Sound kommt offiziell von Yamaha. Hat man sich also auch einen namhaften Partner gesucht. Und wie ist dein persönlicher Eindruck jetzt mal vom Klang her? Kann man das vergleichen? Sollen wir schon ein bisschen zu meinen Echtergebnissen kommen? Also ich bin ganz ehrlich vom Klang, das können wir uns ja gleich nochmal anhören, eher enttäuscht. Also ich hatte von Yamaha wesentlich mehr erwartet. Also das klingt nicht wie eine gute Yamaha-Soundbar, sagen wir mal so. Also ist sehr dünn der Ton. Also machst du jetzt von der Lautstärke her? Oder ja, einfach vom Volumen. Her, das klingt einfach blechern. Also nicht, da ist kein satter Klang dabei? Oder? Nee, wir können das ja gleich, ich glaube, das kann man sogar in dem YouTube-Video rüberbringen. Müssen wir gleich mal gucken. Ja. Da war ich eher etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, es wäre hier nur ein Laser am Start. Nee, blaue Laser halt. Ne? Das heißt dann, aber dann erreiche ich auch nicht den vollen Farbraum. Nein, das Gerät, ich habe den natürlich auch schon von den Farben vermessen. Man geht hier, klar, zugunsten der Helligkeit. Ja. Man hat da als Ingenieur immer so ein bisschen die Wahl zwischen intensiven Farben und Helligkeit, auch bei diesen Laser-Phosphor-Geräten. Man ging hier ziemlich sehr auf Helligkeit und das bedeutet, dass man sich bei den Farben auf den normalen SDR, diesen 709-Farbraum, beschränkt hat. Natürlich kann das Gerät DCI-P3-Signale annehmen. Und die Farben sehen dann auch nicht schlecht aus, zumal das Gerät ja recht lichtstark ist. Aber der Farbraum wird immer reduziert auf den kleinen. Das heißt, man hat nicht den Kino-Farbraum. Den kann dieses Gerät tatsächlich nicht abbilden. Und von BT2020 ist man natürlich meilenweit entfernt. Das, was eben diese RGB-Laser können, diesen Farbraum der Zukunft, das hat Epson bisher nicht berücksichtigt. Das ist also praktisch ein SDR-optimierter Farbraum. Also ich weiß, dass es auch sehr, sehr viele LCD-Liebhaber gibt. Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dass der Farbraum, ich will es jetzt nicht schlecht darstellen, dass nur der niedrige oder der minimale Farbraum dargestellt wird. Wo wir es mal so ausdrücken. Aber trotzdem, es gibt ja da auch Liebhaber, die jetzt ganz speziell LCD-Farben lieben mögen. Ja, und haben wir den Fall jetzt hier? Oder müssen wir da warten bis nachher, um das mal zu zeigen? Was meinst du mit LCD-Farben? Ja, die LCD-Farben sind ja sowieso schon ein bisschen intensiver. Also Epson natürlich als 3-Chip-Projektor hat ja den Vorteil, dass die Farben im Gerät gemischt werden. Die Farbtiefe ist dann auch recht hoch, das Gerät rauscht auch nicht. Aber die Farben sind natürlich wirklich auf die herkömmliche Videonorm reduziert, also was heißt reduziert, einfach limitiert. Fürs TV-Schauen, wenn man jetzt den Begriff Laser-TV ernst nimmt, ist das gar nicht mal so ein Nachteil, aber es ist halt für jeden Nachteil, der halt viele Spielfilme gucken will. Und eben auch viel Spielfilme streamt. Ne? Und weil da gibt es natürlich die DCI-Farbräume und so weiter. Und genau da haben wir auch wieder den Punkt. Das heißt also, wir haben ja hier auch Streaming. Genau, hier ist ja ein Android-System integriert. Können wir uns auch gleich mal ansehen. Funktioniert meiner Meinung nach recht gut. Da hat sich Epson Mühe gegeben. Es gibt ja viele Geräte aus China, die hauen da schnell dieses Android-Stock-TV drauf. Und das funktioniert dann mehr schlecht als recht. Und es gibt dann auch X-Apps nicht und so weiter. Epson hat das schon besser angepasst, das muss man ehrlich sagen. Das ist natürlich nicht so gut wie die
autarken Systeme von LG in ihrem Laser-TV oder auch von Hisense, ne, dieses Vida oder auch bei Samsung, die haben ja alle ihre eigenen Betriebssysteme für Laser-TVs, weil die eben einfach auch Fernseher herstellen. Epson hat diesen Bonus nicht, dass sie im Fernsehbusiness sind, deshalb haben sie auch kein eigenes smartes Betriebssystem, sind deshalb auf Android angewiesen. Ja, klar, das mit dem Farbraum, wenn man es mal ein bisschen vergleicht bei den Beamern, geht Epson eigentlich auch immer den Weg, mehr Licht statt den kompletten Farbraum. Der 9.4er, der hat ja diesen DCI-Filter, der kann die DCI-Farben, verliert dabei aber sehr viel Licht. Und beim 12.000er, bei dem sehr erfolgreichen und meiner Meinung nach auch extrem guten Laser-Frontprojektor, hat man auch nur einen leicht erweiterten Farbraum. Das heißt, das gehört schon ein bisschen zur Epson-Philosophie, Light-Over-Colors sozusagen. Epson ganz gut mitgefahren. Ja. Bei Laser-TVs finde ich die Entscheidung nicht ganz so optimal, weil eben alle anderen Konkurrenten so große Farbräume haben. Nicht? Also die RGB-Laser, die haben riesige Farbräume und die sind auch recht hell. Oder hier der LG Avario, ne? Das Topmodell von LG. Da ist man auch ein paar Kompromisse zugunsten der Helligkeit eingegangen, aber man hat trotzdem einen riesigen Farbraum realisiert. Das Ding kann immer noch so um die 90% DCI, ne? Und ist dabei sehr, sehr hell, über 3000 Lumen. Also da hat man meiner Meinung nach eine bessere Balance gefunden zwischen intensiven Farben und großer Helligkeit. Aber liebe Heimkino-Fans, der Epson EH-LS800, wie gesagt, den gibt es ja in Weiß, den gibt es in Schwarz. Und der kann aber trotzdem was besonders gut, und zwar, das ist der Abstand. Ja, genau, das ist ja immer so ein bisschen Thema bei Laser-TVs. Wenn die viel Abstand brauchen, dann muss man sie schon von der Wand abrücken. Und wenn das Gerät dann obendrein noch relativ breit ist, dann ist man schnell von der Vorderkante, ist man dann schnell 70 cm weg von der Wand. Und das ist schon wirklich eine ordentliche Strecke und das kann wirklich stören. Ne? Dann kann wirklich der Raum beeinträchtigt sein, es sieht einfach nicht mehr schön aus und so weiter und so fort. Und hier, da hat man sich bei Epson echt Gedanken gemacht, der braucht extrem wenig Abstand. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber genauso wenig wie der große LG. So 7, 8 cm für 100 Zoll von der Hinterkante. Also wie der LSP9 von Samsung, wie der LG. Ja, genau. Es gibt nur wenige Geräte, die so wenig Abstand brauchen. Eigentlich nur der LG. Und der große Samsung, der Sim Premier, genau, der LSP9. Der hat auch so einen kurzen. Und hier kommt jetzt noch hinzu, der braucht wenig Abstand und das Gerät ist auch noch super schmal. Nicht? Das heißt, man kann wirklich ein schmales Lowboard nehmen und das auch noch nah an die Wand stellen. Das ist schon wirklich echt super. Also das passt praktisch in jeden Raum. Also ich sage jetzt mal, wem die Farben egal sind, ja? Und wem der Klang jetzt hier egal ist. Ja? Das Gerät kann natürlich auch externe Lautsprecher dann versorgen. Vom Aussehen her, also sagen wir mal, wenn jetzt jemand vom Lifestyle her, vom Look her, sagen wir mal, das Style hier mag, kann er denn ja trotzdem kaufen. Halt nicht bei uns, ich weiß auch nicht zu welchem Preis. Wahrscheinlich ist er gar nicht so teuer. Er kostet tatsächlich 3.700 Euro und ist damit ein ziemlich teurer Laser-TV tatsächlich. Das ist dann zum Hinstellen einfach vielleicht doch ein... Also im DLP-Lager kriegt man für 3.700 schon RGB-Lasergeräte. Ja. Das ist also schon preislich relativ hoch, was Epson hier ansetzt. Also sagen wir mal so, er kann, das hast du aber anfangs ja auch schon gesagt, man kann ihn in verschiedenen Zollgrößen scharf stellen. Genau. Also man kann diesen Abstand natürlich auch nutzen, um ein größeres Bild zu machen. Wenn er natürlich bei 100 Zoll nur ein paar Zentimeter braucht, kann man ihn auch ein bisschen weiter wegrücken und dann hat man 120 Zoll und noch mehr Kinoeffekt, während man manch anderen Laser-TV dann viel zu weit von der Wand abrücken muss. Also das ist dieser kurze Abstand bringt nicht nur einen schmalen Abstand, sondern auch Bildgröße. Das hat man wirklich sehr geschickt gemacht. Das gefällt mir auch wirklich gut und ich hoffe auch, dass das noch andere Hersteller machen. Also ich muss jetzt sagen... Denn das muss man auch sagen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Genau. Alle Geräte, die so wenig Abstand brauchen, sind eigentlich auch relativ hohe Preisklassen. Nicht? Der LG und auch der Samsung, das sind ja die zwei einzigen Geräte, die noch so wenig Abstand haben, die sind auch recht preislich intensiv. Das scheint technisch ein bisschen aufwendiger zu sein. Kostet auch Geld anscheinend. Also ich meine, auf jeden Fall... ist das Gerät meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das auch deine Meinung ist, aber trotzdem
sehr beratungsintensiv und ich ja, weiß jetzt nicht. Das seht ihr ja schon, wir reden hier ja. schon und reden, wir haben noch nicht mal angehabt. Genau, wir haben ja noch nur die Hälfte gesagt, was überhaupt einzustellen geht und was da noch dahinter steckt. Und mich wundert es, dass das nicht über den Fachhandel. Das wundert mich auch. Das Gerät ist beratungsintensiv und hat einen hohen Preis. Genau. Dass jemand das ohne Beratung einfach im Internet für 3.700 Euro mal ebenso bestellt, ja, vielleicht unter der Prämisse, wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es halt wieder zurück. Das Problem ist dann, ich weiß jetzt gar nicht, wer ob das Gerät über Amazon oder so verkauft wird. So nach dem Motto. Ja. Aber dann, wenn es dann zurückgegeben wird, landet es. Genau, dann ist es ein Gebrauchtgerät. Ja. Genau, wahrscheinlich wird es dann dem Hersteller wieder zurück vor die Tür gekippt. Ich sehe das auch nicht. Und dann wird es wahrscheinlich dann massiv reduziert, wiederverwertet. Vor allen Dingen, so wird es auch laufen. Ich meine, wer möchte schon 3.700 Euro ausgeben für die Katze im Sack? Klar, mit 14 Tage Rückgaberecht sagt man sich, schickt man wieder zurück. Aber wenn das jetzt wirklich viele Nutzer machen, dann kommen viele Geräte wieder zurück. Und dann, ja, also ich meine, das ist ja ganz normal. Und wer will dann schon den Gebrauchten dann haben? Dass Geräte auch zurückkommen. Ja. Also man will ja keinen, der schon mal ausgepackt war. Also das ist immer ein Problem. Ich sehe das auch nicht richtig platziert, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte hier das Vermarktungsrisiko auch nicht haben. Also wir Händler müssen dann praktisch dieses Vermarktungsrisiko ja übernehmen. Und andere, die können das einfach dem Hersteller zurückschicken. Ja, ja? Genau. Und aus dem Grund muss ich sagen, also das sind eben die Punkte, ist der kurze Abstand, das ist das LCD. Ja. Genau, das und die Helligkeit. Das ist das gute, Style, das Design. Ja, obwohl ja viele Laser-TVs ein schönes Design inzwischen haben. Ne? Ja. Also, aber klar, natürlich, also das spricht alles schon mal eigentlich für das Gerät. Ne? Ja. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir da HDR oder was ist HDR da? Kann er natürlich 4K? Verarbeiten, 4K kann er verarbeiten, er hat auch eine Zwischenbildberechnung. Achso, der hat dann auch dieses 4K-Shift wahrscheinlich, ne? Er hat auch das 4K-Shift, genau, das hat Epson ja auch verbessert mit dem LS12000. Also die nennen das ja Enhanced oder was? Enhancement. Ja, ja, 4K Enhancement. Genau. Wenn man streng ist, ist diese Name E-Shift... Den hat er eigentlich nur JVC benutzt bisher. Bei DLP, da ist das XPR, das ist auch wieder die Abkürzung für, weiß ich jetzt gar nicht, aber jeder nennt das eigentlich anders. Aber letztendlich werden die Pixel geschiftet. Der hat das auch. Also ich muss jetzt sagen, wenn das Gerät jetzt irgendwo so unter 3.000 kosten würde, ja, dann wäre das meines Erachtens sehr interessant. Ne? Ja. Aber jetzt in der Preisklasse, gut, der ist jetzt ganz neu rausgekommen, der ist ja, glaube ich, auf der IFA erschienen. Glaube ich auch, auf der IFA wurde er zum ersten Mal präsentiert. Da konnte man ihn, glaube ich, auch direkt bei Epson sogar vorbestellen, wenn ich richtig informiert bin. Sogar mit Rabatt. Das habe ich auch gehört, aber das ist für mich jetzt ein Gerücht, aber es soll tatsächlich so gewesen sein. Deshalb lassen wir es jetzt einfach mal dahingestellt. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, fällt dir jetzt noch mal kurz und konkret was ein? Nö, ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal an und dann kann ich ja noch weiter erläutern, was das Gerät so leistet wirklich in der... Genau, und ich bin auch jetzt mal wirklich gespannt. Stimmt, du hast ihn noch gar nicht gesehen, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, also wir haben den vorhin... Ja, ja, man sieht das ja, hier sind noch alle Folien drauf, der ist wirklich niegelnagelneu, also ich bin gespannt. Also dann würde ich sagen, dann bis gleich, wir bauen das Ganze jetzt auf und dann sind wir wieder zurück. Kannst du sagen, wir haben uns jetzt durch eine halbe Stunde Updates. Also jetzt kommen wir wieder zurück. Ich hatte ja vorhin schon mal mit der GoPro mal so ein bisschen reingehalten, als wir überraschenderweise hier das Update. Ja, das war das erste Update. Gesehen haben. Da und hat jetzt der Beamer gesagt, er updatet, dann hat er minutenlang wie ein Dunstabzugshaul bevor sich hingeblasen, kam dann wieder hoch. Und es ist jetzt auch wieder kein Nachteil. Man weiß ja, dass ein PC, wenn der Firmware-Update macht... Genau, ist auch bei Fernsehern heutzutage so. Das ist, eigentlich bei allem. Handys, egal was man kauft. Gut, wir haben ihn dann hochgefahren. Jetzt möchte er das nächste Update machen. Wie man sieht, da warten wir jetzt drauf. Jetzt ist er gerade beim Update 2. Jetzt muss er erstmal wieder 700 MB runterladen. Dann wird er wahrscheinlich nochmal updaten. Wir hoffen, dass er danach dann auf dem neuesten Stand ist. Genau, du hattest ja ganz am Anfang, mit der Corner Correction das Adjustment. Ja, die Geometrieanpassung. Die Geometrieanpassung. Die zeigen wir auch gleich nochmal, die ist nämlich wirklich bei dem Gerät sehr vielseitig. Genau, da gucken wir später nochmal rein. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis er wieder... Aber haben wir jetzt hier einen Regenbogeneffekt?
Nein, natürlich gar nicht. Also dieses Gerät hat keinen Regenbogeneffekt. Das ist, weil es ein 3-Chip-Projektor ist. Ja. Er hat zwar nur blaue Laserdioden. Ich habe jetzt gerade mal hier noch einen... aber er hat kein Farbrad. Ich habe hier den Scheinwerfer noch von vorhin voll, mit voller Last hier auf die Leinwand gerichtet. Das müssen wir natürlich jetzt ausmachen. Deshalb mein Schatten. Aber man sieht jetzt mal, wie gut die CLR-Leinwand hier arbeitet. Ja. Ja, das, also die CLR-Leinwand, die zeigt hier immer noch ein sehr gutes Resultat. Richtig, trotz Scheinwerfer, genau. Ja. Ich mache den Scheinwerfer jetzt mal aus. Verschwinde ich dann? Nee, du verschwindest nicht. Aber ich denke, man wird dich nicht mehr... Ja, man sieht mich noch ein bisschen. Hier ist ja immer noch ein paar Lämpchen, haben wir ja immer noch. Genau. So. Aber weißt du was? Ich habe ja noch einen Trick. Ich habe ja hier noch einen kleinen Strahler. Jetzt kommt hier noch der Spezial. Jetzt kommt wieder Spezialtechnik zum Einsatz. Boah. Aber den mache ich jetzt mal hier ein bisschen... Bisschen grell. Bisschen wärmer. Den mache ich auch wärmer. Wollte ich gerade sagen. Und zwar... Das ist zur falschen Richtung. Ich glaube, jetzt wird er... Jetzt wird er wärmer. Aber wieder heller. Jetzt wird er wärmer. So wird er wärmer. So ist besser, ne? Ja. So, und dann drücken wir nochmal und machen wir den ein bisschen... Ja, okay. So ist besser, ne? Kommt richtige Weihnachtsstimmung hier auf. Genau. So. So, ja, jetzt hat er es gleich. Mal sehen, ob er gleich wieder in den Föhnmodus geht. Ich weiß auch nicht, ob er eben... Also es gibt ja zwei Ebenen bei diesen Laser-TVs. Einerseits das Android, andererseits das Gerät selber sozusagen. Ja, also das kann sich jetzt tatsächlich nur noch um Minuten handeln. Jetzt neu starten. Ja. Und dann wird das Update, jetzt bin ich nochmal gespannt. Jetzt haben wir es. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal... Das ist genau das Gegenteil von eben. Das ist die Gedächtnisminute. Muss ich ihn jetzt neu einschalten? Also ich meine, gut, du kaufst jetzt das Gerät neu. Und jetzt jetzt macht er wieder was. Jetzt blinkt er wieder. Ist aber nicht der Sturmmodus diesmal. Aha, okay. Kein Sturm diesmal. Nee, das haben wir überstanden. So, gut, dann können wir jetzt loslegen, hoffentlich. Und was sagst du jetzt zum Beispiel zum Kontrast? Schauen wir uns gleich nochmal an. Der Kontrast, den ich bei dem... im Schwarzen gemessen habe, der lag brutto bei 2000:1, was eigentlich für ein Laser-TV noch ein ganz guter Wert wäre, aber kalibriert nur noch bei 1100:1, was für ein Laser-TV eher ein eher mäßiges Ergebnis ist, was natürlich im Schwarzwert sich dann äußert. Er hat Dimming, adaptives Dimming, das verbessert die Sache ein bisschen, aber nicht dramatisch. Ja. Aber ich würde mir gern gleich nochmal den im schwarzen optimierten Raum ansehen. Ist ja noch ein neues Gerät. Genau. Vielleicht gibt es eine gewisse Serienstreuung, vielleicht überrascht er ja positiv. Die Chance gebe ich ihm auf jeden Fall. So, jetzt müsste aber mal ein Bild kommen. Ah, da haben wir es. So. Ja. Startbildschirm, ja, das sieht man, das ist jetzt hier das Android. Kommen direkt die ersten Empfehlungen. Also was mir jetzt, sagen wir mal, auffällt, die Icons, die Buttons oder beziehungsweise die Auswahlmenüs. Die wirken sehr soft, ja. Das sieht so aus, als ob das so ein bisschen skaliert ist. Das scheint jetzt kein 4K zu sein. Interessant finde ich, dass es direkt von Epson eine Zoom-Meeting-App, da kann man direkt Konferenzschaltung mitmachen. Auch nicht schlecht. Ja. Eigentlich eine ganz gute Idee, ne? So Telefonkonferenz mit Bild über Laser-TV, lustig. Genau. YouTube, ja, YouTube darf nicht fehlen. Google Play Filme, das ist auch so einer der vielen Stores. Ne? Mediathek, ja, anmelden. Ja, man sieht, wir haben ihn eben, als er ja schon ging, auch schon im Netzwerk angemeldet. Das läuft eigentlich alles recht zügig. 17,99, nicht schlecht.
Ja, für einen Film, ja. So, jetzt gehen wir mal, jetzt kann man hier Apps sehen, die man noch dazu laden kann. Es fällt auf, wir haben hier Prime Video. Ich sehe allerdings keinen Netflix. Was mich ehrlich gesagt wenig überrascht, denn ich glaube, fast kein Android-System hat momentan Netflix dabei. Das ist Netflix-frei. Ja, Android ist momentan, ich weiß nicht, also ich kenne das von den BenQ-Geräten, da ist Netflix auch nicht dabei. Das hat irgendwelche Lizenzgründe, Netflix wehrt sich da, ich weiß es nicht genau. Also es gibt bestimmt Android-Systeme, wo Netflix dabei ist, aber bei den Laser-TVs oder Beamern fehlt zurzeit fast immer Netflix. Aber jetzt fragst du dich mal, wie mache ich das aber jetzt, wenn ich jetzt Netflix gucken will? Ja, dann muss man entweder sich einen externen Fire-TV-Stick nehmen, ne? Gut, kostet nicht die Welt, den einstecken. Da braucht man natürlich dieses interne Betriebssystem nicht. Da macht man eh alles über den Fire TV-Stick. Oder du nimmst halt einen PC und machst einen externen Monitor. Ne? Ja, man kann es genau, man kann es auch spiegeln. Genau. Ja, oder erweitern. Obwohl das oft auch mal ruckelt dann. Ne? Also ja, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Ja, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, ja. Okay, müssen wir mal beobachten, wie sich dieser App-Markt da entwickelt. Was haben wir denn hier? Apps. Ja. Prime Video. Aber wir können ja mal in den Google Play Store gehen. Ach, da müssen wir uns jetzt erstmal wieder anmelden. Okay. Ja, können wir ja nochmal recherchieren, was da ist. Nee, dann machen wir wieder unsere berühmte YouTube-Session. Ja, wir können vorher, bevor wir YouTube starten, kann ich nochmal die Geometriekorrektur zeigen. Die ist meiner Meinung nach nämlich wirklich sehr lobenswert. Ist ein bisschen verwirrend. Man hat hier einmal Wand. Also wenn man mit dem Gerät direkt auf die Wand projiziert. Und man hat einmal Leinwand, das ist ein Spezialscreen, wie wir ihn jetzt hier auch haben. Und klar, wenn man so einen Screen hat, geht man erstmal auf Projektions, geht man da drauf. Und Moment, schon die falsche Taste gedrückt. So, und dann kann man das mit einer App machen. Es gibt so eine App, da hält man das hin. Funktioniert da eigentlich ganz gut. Ich bin persönlich ein bisschen konservativ. Ja, ja. Ich stelle das lieber selber ein, da weiß ich genau, was da passiert ist. So, und jetzt, wenn man das jetzt auswählt, dann sieht man eine normale Vier-Corner-Correction nur. Tatsächlich haben wir ihn jetzt auch nur mit dieser Vier-Corner-Correction eingestellt. Das geht super, funktioniert eigentlich in den meisten Fällen. Aber er kann noch mehr. Also jetzt mal im Vergleich zum Avario. Avario, der hat 15 Punkte. Ja. Okay, genau, der Avario ist damit führend, auch der Samsung, der hatte ja auch Punkte innerhalb, aber Epson ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Das ist ein bisschen verwirrend, man muss tatsächlich auf Wand gehen. Wahrscheinlich hat Epson sich gedacht, Wände sind eher krumm als Leinwände, denn bei Wand hat man jetzt auch entweder diese normale Korrektur oder man hat hier, Bildkanten sind verzerrt, wenn der Trockenbauer geschlammt hat, ne? Dann hat man so Wellen in der Wand. So, und jetzt haben wir tatsächlich entweder wieder eine App oder eine Fernbedienung. Und jetzt haben wir verschiedene Menüs. Wir haben jetzt hier eine Einstellmöglichkeiten. Da kann man die Oberkante einstellen. Ja. Dann haben wir eine mit den klassischen 8 Punkten. Das ist eigentlich sehr gut, wenn man irgendwie noch so eine Beule hat, oben oder links, dann kann man das nochmal. Und das ist wirklich jetzt einmalig, das ist der absolute Overkill. Das ist der Epson Overkill. Ja. Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich resetten. Naja, egal. Ich zeige mir trotzdem mal. Ne? Ja. So. Jetzt sieht man die absolute Overkill. Man kann jetzt tatsächlich jedes dieser Kästchen verschieben. Also man könnte jetzt tatsächlich, also da kann man fast schon ein Lebenswerk draus machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Hunde. Also das sind doch schon 1000 Punkte, oder? Ich muss jetzt oder? Fast schon meinen Arzt anrufen. Ja. Also das ist, ein paar von euch kennen vielleicht noch die Konvergenzkorrektur von alten Röhrenfernen. Aber selbst da waren die Kästchen nicht so klein, glaube ich. Also, okay, wenn die App das alles berücksichtigt, dann wird die Apps wahrscheinlich schon ganz gut sein. Jetzt sieht man natürlich, wir haben den 100-Zoll-Screen. Man sieht jetzt übrigens, weil wir das resettet haben, dass der Projektor ein viel größeres Bild machen kann, als der Screen groß ist. Und das schon aus diesem kurzen Abstand. Der könnte also tatsächlich noch näher. Weshalb wir das so gemacht haben, ist, weil der Screen, den haben wir ja hier allgemein hängen, der hängt jetzt nicht genau auf der richtigen Höhe. Das heißt, wir haben ihn ein bisschen nach rausgezogen, damit man das Bild komplett drauf kriegt. Und jetzt kann ich das ja nochmal anpassen. Dann sieht man mal, wie schnell das geht. Oder wir nehmen die Four-Corner-Correction.
So. Dann wählt man das einfach aus, zieht das rein. Logischerweise würde man, wenn man das daheim macht, besser anpassen, den Screen auf die richtige Höhe hängen, damit man nicht so viel Auflösung verliert. So. Und dann macht man das mit der Ecke unten. Also das funktioniert super. Ich muss schon sagen, das ist also auch von der Geschwindigkeit, von der Genauigkeit, ist wirklich eine wirklich schöne, genau, schöne Nummer. Man sieht das. Er hat auch genug Spielraum. Mir passiert das auch manchmal, dass man irgendwie dann nicht mehr einstellen kann manchmal bei Laser-TVs, weil die einfach zu wenig Einstellspielraum haben. Das ist dann auch frustrierend. Aber bei ihm ist das absolut nicht gegeben. Da kann man hier, obwohl das Bild ja jetzt, wie gesagt, er steht eigentlich zu weit weg, kriegt man das alles super eingestellt. Ist wirklich blitzschnell gemacht. Ja, und wer will, der kann halt auch diese, was weiß ich, 1500 Punkte einstellen. Da muss die Wand aber schon sehr krumm sein, wenn man das alles einstellen muss, ne? So. Aber es kann in der Theorie schon passieren, gerade so bei Trockenbau, ne, dass das außen rum ist, aber innen drin irgendwo, weil da so zwei Gipskartonplatten verspachtelt sind, dann kann man das tatsächlich bei dem Gerät hier genau der Kante nach ausgleichen. Ist nicht schlecht, muss man zugeben. Ist echt nicht schlecht. So, fertig. Ja, jetzt sind wir wieder im Bild. Wahrsten des Wortes. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier im Bild, sehe ich so was Ähnliches wie bei OLED. Wenn man jetzt den Rand sich mal da anguckt, guckt er mal die Ränder an und wenn jetzt gerade bei schwarzer Schrift. Was genau meinst du? Also wie so ein Farbblitzen. Siehst du auch im Prinzip RGB. Du meinst so Farbsäume, oder? Genau, ja. Ja, ja, das hat wahrscheinlich mit den optischen Komponenten zu tun. Ich starte mal YouTube. Also die Schrift hier ist eh so ein bisschen soft. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Android ein bisschen skaliert wird. Also schon mal im Menü war es scharf gewesen. Ja. Ja. So. Das sind anscheinend die aktuellen Suchbegriffe bei YouTube. Ja, die... Marokko, Razzia gegen Reichsbürger, Trump. Der darf auch nicht fehlen. Ja, was dürfen wir zeigen? Was soll ich mal suchen? Mach doch mal unsere... Ja, das, was wir immer so zeigen mit viel Kontrast. Ach, diese 4K-Demo-Material, ja genau, wir suchen mal nach 4K-Demo-Material. Nicht, dass wir wieder in so einen geschützten Bereich da reinlaufen. Ja, das ist immer gefährlich mit... Das Schlimmste ist ja immer ARD, die dann meinen, sie hätten irgendwie was... Also das ist ja wohl der größte Scherz. Wir alle zahlen GEZ. Die haben ja extra diese GEZ-Gebühren geändert, dass man nicht mehr nur bezahlen muss, wenn man einen Fernseher hat, sondern jeder Haushalt. Das heißt, jeder zahlt in diesem Land GEZ. Wieso dürfen wir dann nicht ARD-Material zahlen? Weil alle von euch GEZ-Gebühren zahlen. Also das ist wieder mal typisch öffentlich-rechtlicher Witzrundfunk. Das ist mal wirklich... Das ist echt eine Frechheit. Wir werden geschröpft und dann dürfen wir das noch nicht mal hier zeigen. Und keiner will es sehen. Ne? Ja, genau. Anstatt dass die froh sind, dass überhaupt mal jemand das zeigt, ja, werden einem dann auch Steine in den Weg gelegt. Aha, unglaublich Farben der Natur. Genau, da kommen wir noch ein bisschen zu den Farben. Naja, jetzt kommt. Das schneiden wir dann gerade raus. Ne? Genau. Kostenlose Rewe-Werbung machen wir jetzt hier nicht. Ich glaube, der klingt ein bisschen besser als der andere, den ich... Aber gut, klingt er trotzdem nicht. So, mal überspringe. So. Ja, also jetzt haben wir hier 4K-Material. Buntes 4K-Material. Die Schärfe ist gut, allerdings fehlt so ein bisschen der Wow-Effekt. Also da sollten wir vielleicht gleich nochmal wirklich einen 4K-Player anschließen, damit man das... YouTube als Fehlerquelle ausschließen kann. Ja. Denn man kann sich hier natürlich bestimmt Infos anzeigen. Gut, hier steht jetzt 1440p HDR. Das ist natürlich auch nicht optimal. Ne? Da müssen wir irgendwie jetzt können wir schalten jetzt mal auf 2160 HDR. Ist sogar HDR jetzt das Material. Ja.
So, jetzt haben wir 4K. Wieso das nicht direkt mit 4K startet, ist auch schon wieder ein bisschen komisch. So. Also er hat schon so einen analogen Look, das sieht schon nicht verkehrt aus. Man sieht auch, er kann die HDR natürlich problemlos wiedergeben. Man hat dann auch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Interessant ist, wer Epson Beamer kennt, der weiß ja auch, wie diese Epson Menüs aussehen. Man sieht, dass das hier tatsächlich ein echtes Android-Betriebssystem ist. Das heißt, alles läuft über Android, auch der komplett. Das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, war bei dem Hisense PX1. Ja. Der hatte auch komplettes Android-Betriebssystem. Und hier ist das jetzt tatsächlich genauso bei dem Epson. Das heißt tatsächlich alles komplett hier drüber. Raus also schon mal nach das Menü, das läuft eigentlich auch sehr reibungslos, ne? Ruckelfrei, schnell. Ja, hier haben wir jetzt den HDR-Regler. Jetzt kann man einstellen die Balance zwischen Helligkeit und eben Overhead für Highlights. Und man wundert sich jetzt vielleicht schon, dass das Bild relativ schnell sehr dunkel wird. Wir haben ja hier jetzt echt kontrollierte Lichtbedingungen. Ja. Und damit sind wir auch schon beim Thema Helligkeit. Er hat natürlich verschiedene Bildmodi. Er steht jetzt auf natürlich, aber er ist bei natürlich sehr weit weg von den 4000 Lumen, die die Epson verspricht. Die 4000 Lumen, die habe ich vermessen und bin da auch ziemlich genau drauf gekommen bei dem Dynamikmodus. Interessant, dass er jetzt... So, jetzt sieht man auch, dass er deutlich heller wird. Jetzt ist er richtig, richtig hell. Aber auf Kosten der Farben. Aber die Farben sind auch jetzt richtig, richtig... Blass und grün. Ist ja nichts Neues, kennen wir ja auch von vielen anderen Projektoren. Die Specs werden meistens immer nur erreicht in dem Dynamikmodus. Und der geht meistens auf die Farbe. Guck dir jetzt mal im Bild mal so die Details mal an. Das ist jetzt auch nicht, sagen wir, das Bild, es rauscht ein bisschen, oder? Ja, aber das kann jetzt die Quelle sein. Da sollten wir vielleicht nochmal wirklich da müssen wir 4K. Da müssen wir wirklich nachher... Ja. Nicht, dass wir da jetzt vielleicht nicht 100% die Qualität genau, zeigen können. Richtig. Müssen wir also, da mal eine Scheibe laufen lassen. Da lassen wir nicht mal Scheibe. Jetzt, man sieht das, ja, man kann das bei YouTube immer schlecht zeigen, weil die Kamera ja auch ihren automatischen Weißabgleich macht. Also real ist das jetzt hier schon farblich schon ein bisschen grünlich. Man kann dann diese ganzen Bildmodi einstellen. Wenn man auf lebendig geht, dann hat man direkt... viel bessere Farben, bei Kino natürlich und bei natürlich, das ist ja immer der kalibrierte Modus bei Epson, da sieht die Sache dann schon ganz anders aus. Aber er verliert dadurch auch viel Licht, er liegt jetzt noch so bei 2200 Lumen. Ja. Und da muss man dann wieder sagen, das ist kein schlechter Wert, aber das schaffen momentan fast alle guten Laser-TVs am Markt. Das heißt, dieser extreme Helligkeitsvorteil, den hat er nur im Lebendig-Modus. Und den kann man eigentlich nur verwenden, wenn die Farben nicht so wichtig sind. Für Fußball kann man den verwenden, ne, für Sportübertragungen. Aber wenn man damit Filme gucken will oder sonst irgendwie etwas anspruchsvolleres Material. Ecki, was mir eben gerade auch so ein bisschen auffällt, das ist, dass der Klang wohl jetzt sich deutlich besser anhört. Ja, ich muss sagen, also der andere Epson, den ich gehört hatte, der klang wirklich eher wie eine Konservenbüchse. Hier hat man schon ein bisschen mehr Volumen, da bin ich jetzt selber überrascht. Aber das kann jetzt sein, dass vielleicht das Spektralmöbel, ist ja auch ein großer Resonanzkasten. Das kann jetzt sein. Dass der vielleicht das Ganze jetzt hier positiv beeinflusst. Definitiv. Ich guck mal, hier haben wir ja die Toneinstellung. Das ist jetzt der Theater. Also jetzt klingt er gar nicht, ich würde sagen, jetzt klingt er schon so wie manch anderer Laser-TV. Ja. Moment, wir machen mal so einen Spielfilm-Trailer, da hört man das wahrscheinlich das ein bisschen besser. Das ist eine Qualität, die jetzt nochmal für Fernsehen schauen ausreicht. Für Fernsehschauen wird das ausreichen. Aber das ist jetzt kein Dolby Atmos oder, ich glaube, der hat sogar offiziell Dolby Atmos, kann das sein? Dass das so ein praktisch virtuelles, simuliertes... Wo man immer sagen muss, was draufsteht und wirklich... Das ist ja auch mal so ein Lizenzgeschiebe. Das ist wahrscheinlich... Ja.
aber noch lange nicht so wie ein richtiges Soundsystem. Nein, natürlich nicht. Das ist wie so eine Mittelklasse-Soundbar, ne, im optimalen Fall. Hm. Naja, man muss aber auch immer noch sagen, der Ton klebt an den Lautsprechern. Das ist jetzt nicht irgendwie... Das klingt... Nee, nee. Also jetzt, wo ich mal wieder... Es klebt einfach an dem Gerät. Es gibt Laser-TVs, da hat man eine richtig schöne Klangkulisse und da denkt man wirklich, man hat die Lautsprecher weit auseinander. Hier, es kommt hier einfach so... Also ich bleib dabei. Das ist zwar besser als das, aber es ist also richtig genial ist das nicht vom Ton. Wie du schon sagst, für einen Fernseher ist das vollkommen ausreichend. Wenn man Spielfilme gucken will, dann wird man wahrscheinlich schon noch externe Lautsprecher brauchen oder eine größere Soundbar. Ja. Ja, ansonsten die YouTube-App, man sieht, dass das funktioniert eigentlich ganz gut alles. Was haben wir denn sonst noch im Menü? Hast du da, fällt dir da noch irgendwie was Spezielles? Gut, wenn man uns das Bildmenü angucken kann, Farbtemperatur, es ist tatsächlich alles so ein bisschen einfacher gehalten. Als Super Resolution, das ist die Zwischenbildberechnung. Nee, Super Resolution ist ja dieser Schärfe-Algorithmus, den Epson ja schon lange hat, der so den Pixelkontrast etwas anbessert. Ja. Das hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt bei Epson-Geräten. Ist natürlich auch hier nicht schlecht. Autokontrast ist so eine Gamma-Anpassung, hat also nichts mit dem Dimming zu tun, denn die Dimming-Funktion, das ist die hier. Das kennt man eigentlich schon von den Lampenbeamern, die hatten ja immer diese adaptive Blende und man konnte die immer zwischen hoher Geschwindigkeit und normal, die hat ja damals immer so gerattert. Ja. Mit dem Laserbeamer wurde das dann aus Dimming, da hat das... Und er hat das natürlich auch. Das ist eine ganz. Kannst du den eigentlich genauso kalibrieren? Man kann den tatsächlich auch kalibrieren. Man sieht jetzt hier, Helligkeit, Kontrast, man hat nicht diese präzisen Einstellmöglichkeiten wie bei den Heimkino-Beamern. Das ist schon etwas, sieht man ja hier etwas rudimentärer. Helligkeit, Kontrast, Sättigung. Immer so das Einfachste, was man so erwartet. Farbtemperatur natürlich, ja. Das ist schon etwas einfacher gehalten. Das stimmt. Obwohl man sagen muss, die Epson-Geräte sind eigentlich ab Werk recht gut eingestellt. Aber also das ist jetzt der Natürlich-Modus. Der ist farblich sehr gut eingestellt. Aber halt eben deutlich dunkler, als wenn man eben... es gibt auch noch so eine adaptive Lichtausgabe. Als wenn man hier dynamisch nimmt. Aber dann sind die Farben halt direkt... grünlicher. Ja, das ist nicht gerade, das ist eher kontraproduktiv. Bei lebendig ist jetzt alles eher blaustechig. Klar, die Farbtemperatur ist hier auf 12 ab Werk. Aber jetzt wird er auch wieder dunkler. Ne? Jetzt, wenn man das jetzt sieht, lebendig, das werdet ihr jetzt im Video wahrscheinlich nicht so sehen. Jetzt ist lebendig zum Beispiel nicht mehr heller als der Natürlich-Modus. Der verliert echt durch die richtige Farbgebung ziemlich viel Licht. Ja. Ja, ich denke mal, wir tun ihn mal jetzt nochmal in den dunklen Raum, damit wir wirklich den Kontrast nochmal beurteilen können. Das interessiert mich jetzt selber nochmal, denn wie gesagt, den LS800, den ich bisher gesehen habe, der war im Kontrast eher enttäuschend. Aber da wir hier noch diese ganzen Lampen anhaben, kann man das jetzt noch nicht richtig beurteilen. Sollten wir nochmal unter optimalen Bedingungen checken. Dann machen wir das, ne? Ja, Ecki, du misst jetzt gerade nochmal die Helligkeit. Ja, der Kai hat mir gerade mal hier so eins meiner Lieblingsspielzeuge in die Hand gedrückt, Luxmeter. Das kenne ich jetzt nicht, aber jetzt nicht, wie genau das arbeitet. Man kann auch generell jetzt ein Laser-TV nicht so einfach messen, weil der ja auf den Abstand extrem sensibel reagiert. Aber was wir mal zeigen können, ist der Lichtverlust, also die relative Helligkeiten in den verschiedenen Modi. Wenn wir jetzt hier mal das Luxmeter genau ausrichten auf den... auf die Linse, dann kommen wir hier auf über 4000 Lux. So, muss ich mal ein bisschen stabilisieren, wo sind wir? So, hier, ne? Jetzt haben wir hier ziemlich genau 4000 Lux. Und wenn ich jetzt mal das ist der Dynamikmodus, wo er diese 4000 Lumen hat. Und wenn man jetzt mal auf lebendig wechselt, wo die Farben ja viel besser werden, dann sieht man, er fällt direkt auf 22, also auf 2200
Lux. Also er verliert praktisch die Hälfte. Und das sind genau dieselben Zahlen, die ich auch mit dem Schwarzen ermittelt habe. Er hat tatsächlich brutto schafft er knapp die 4000 Lumen, aber er verliert durch gute Farben 40%. Ne? Wenn man ihn also von dement auf lebendig, und das ist immer noch der hellere Modus, dann ist man nur noch bei 2200 Lumen bei dem Gerät. Nur noch in Anführungsstrichen, ist für ein Laser-TV ein guter Wert. Aber er ist dann nicht so hell wie zum Beispiel ein LG Avario. Der schafft 3700 Lumen brutto und hat bei guten Farben immer noch 3200. Ja. Er gewinnt natürlich an Farben, wenn du das in einen anderen Modus schaltest. Ja. Aber er verliert eben Licht. Und man muss natürlich auch mal sagen, Epson hat einen guten Color Light Output, weil es ein 3-Chip-Gerät ist. Das heißt, diese 2200 Lumen sind nicht geschummelt, die werden wirklich in Farben dann auch umgesetzt. Ja. Deshalb macht er dann immer noch ein schönes, helles Bild. Aber diese extrem hohe Lichtleistung, die man vermutet, die hat er unter guten Farben eher nicht. Ja, das heißt also, machen jetzt nochmal dunkel. Ja, wir wollten ja eigentlich in einen anderen Raum, aber jetzt ist es draußen schon dunkel geworden. Genau. Theoretisch können wir auch das komplette Licht ausmachen. Das machen wir jetzt mal. Um mal hier den Kontrast nochmal genau zu beurteilen. Genau, alles klar, dann bis gleich. Jetzt haben wir hier mal wirklich eine kontrastreiche Szene reingetan und man sieht, wie hell doch tatsächlich der Schwarzwert ist. Man sieht auch, weil das Bild ein bisschen zu groß ist, dass ne, die Maskierung, ja, dass auch die Wand aufgeleuchtet ist. Man kann das jetzt noch ein bisschen verbessern, indem man das Dimming einschaltet. Er hatte dieses dynamische Laserdimming, aber viel besser wird der Kontrast dann auch nicht. Der Schwarze wird euch ein bisschen besser, aber... Ja, man muss sagen, dass natürlich hier Schwarz durch Licht produziert wird bei LCD. Ja, du brauchst ja alle drei Grundfarben und dann muss das noch mit der Lampe nach außen. Ja, die LCD muss das Licht komplett aufhalten und da schummelt sich dann immer noch Licht durch und dann hat man halt dieses goldene Schwarz. Messtechnisch sind wir hier ungefähr bei 1200:1, also nativ, dynamisch höher, aber die Dynamikregelung, die regelt auch wirklich nur runter, wenn sehr, sehr viel Schwarz im Bild ist. Ja, ich habe jetzt falscherweise natürlich gesagt, Lampe, das ist natürlich Laser. Genau, genau. Ich wollte eben Leuchtquelle sagen oder Lichtquelle. Und, ja, der Inbildkontrast ist eigentlich ganz ordentlich. Die Schärfe, wir haben uns jetzt mal ein bisschen natives 4K-Material angeguckt zwischendurch. Die Schärfe ist gut, aber auch nicht auf dem Niveau der Top-Laser-TVs, meiner Meinung nach. Also gerade hier die Top-Modelle mit dem großen DLP-Chip, die schaffen dann doch noch ein bisschen mehr Schärfe. Aber unscharf ist er nun nicht. Ja. Also es sieht jetzt nicht aus wie OLED. Nein, das sieht nicht aus wie OLED. Nein, das nicht. Nee. Ja gut, also wie gesagt, ob wir diesen... Hier sieht man jetzt zum Beispiel auch, der Farbraum. Das ist ja hier spezielles OLED-Demo-Material, das normalerweise noch viel intensivere Farben hat. Am besten, wie gesagt, wenn man das Ganze sehen will, bei Amazon bestellen und wenn es dann eben nicht gefällt, einfach zurückschicken. Genau. Genau. Das ist ja der Vertriebsweg. Das ist der Vertriebsweg und anders funktioniert es nicht. Und da wünschen wir euch dann in dieser Hinsicht noch viel Spaß und viel Erfolg mit dem LS800 von Epson. Ja. Und wir sagen dann erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und uns wird natürlich auch eure Kommentare wieder interessieren, die ihr ja unten stellen könnt oder schreiben könnt. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Hast du gesehen, dass der schon Staub kommt?